Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ich war schon ein bisschen am Ausrasten hier gerade, weil ich musste für die letzte Quest hier einen Berg hochkrabbeln. Dann war ich erst auf der falschen Seite und dachte so, als ob, so, dann kickst du so, okay, du musst hier rum. Dann krabbelst du so rum um den Berg. Dann war dann eine Erhöhung gewesen. Und ich dachte, ich habe dann noch gesagt, dann so, ich habe ja schon 13 Minuten aufgenommen gehabt. Und dachte, hab dann bloß gemeint, dann so, ey, bloß nicht hier runter. Und er fällt runter. Natürlich fällt er runter. So, und dann fährt er hoch. Ich hab dann die Aufnahme abgebrochen. Dann ging ich mit dem Raben. Da war ich immer noch nicht auf der Höhe. Oder auf der Seite, wo ich hoch musste. Und dann bin ich mit diesen komischen, mit diesem Kraft, mit dem Adlerkraft hier. Hier, dieses. Naja, da unten, das Ding hier. Was ich jetzt nicht mehr habe. Bin ich hier hochgeflogen. Hey, als ob. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt bin ich hier oben. So, fangen wir nochmal von vorne an. Wird die wahrscheinlich erstmal vorerst die letzte Folge, wird aber nicht, vorerst, wird aber nicht die letzte Folge sein, weil jetzt angekündigt wurde, dass gegen Ende des Jahres die Story von Eivor beendet wird. Da kommt erst der Abschluss. Und falls sich der ein oder andere noch erinnert, mit dem Crossover mit Cassandra kamen noch diese komischen Gruften oder was das waren. Ne, was war das hier? Irgendwie so Grabgräber oder was das waren. Und da waren da auch mit irgendwelchen Rätseln. Und wir haben ja den ersten Teil erstmal gerade geschafft gehabt. Da muss ja auch noch was kommen. Was ist denn das hier überhaupt? Kannst die Bewaffnungsfunktion momentan nicht. Ach ja, stimmt, ja, das kam eine Waffenkammer. Da konnte man ja das. Stimmt, da konnte man dann so hin und her wechseln zwischen den Waffensets und Rüstungssets und wie auch immer. Bisschen spät, finde ich. Bisschen sehr spät. Müsste man ja nochmal von vorne anfangen. Was ich nicht tun werde. ja, wird auf jeden Fall gegen Ende des Jahres wohl kommen. Im September kommt nochmal eine wird das wohl angekündigt, da kommt wohl eine Show oder sowas. Wird man sehen. So, und im Sommer soll auch noch was kommen, aber soll alles kostenlos sein. Im Sommer soll kommen ein neuer Modus. Der neue Modus nennt sich The Forgotten Saga. Das ist eine Art Roguelite. Das heißt also, dass wenn man stirbt, muss man wieder von vorne beginnen, behält aber so einige Upgrades für vermutlich. Also auf der GamePro-Seite ist das auch irgendwie nur eine Vermutung. Der neue Modus, ich habe gerade offen, der neue Modus spielt in Niflheim und lässt uns scheinbar als Odin gegen die toten Göttin Hel antreten. Naja, da bin ich ja mal gespannt, wa? Soll wie gesagt kostenlos sein, genauso wie das letzte... Oder das Ende der Eivor-Story soll dann auch kostenlos kommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wird es denn so gegen Ende des Jahres kommen und dann geht es auch weiter. Vielleicht noch dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr. Muss mal gucken. Muss ich mal gucken. Ja, und dann kommt ja eventuell bei mir noch auf dem Kanal die Discovery Tour. Muss ich mal gucken, weil es ja nicht nur die Discovery Tour in Valhalla, sondern auch die in Odyssey. Da müsste ich erst, glaube ich, Odyssey nochmal neu installieren. Aber ich nicht muss. Habe ich das noch drauf oder habe ich das letzten Nachtag nach dem Crossover schon wieder runtergeschmissen? Weiß ich jetzt nicht. Und dann wäre ja eigentlich noch die Discovery-Tour von Origins. Die könnte man eigentlich auch machen, aber da bin ich, wie gesagt, ich bin mir bei den Discovery-Touren noch nicht so sicher. Eventuell nehme ich so auf und hau die dann raus. Kriegen aber hier eine eigene Playlist, ihren eigenen Ordner. Und dann mal gucken. So, wir sind bei Erna angekommen hier, bei Kara. Nee, wie heißt sie? Doch, Kara. Sprich mit Kara der Valkyria. Sind wir hier oben endlich angekommen. Gut. Du kannst einen Teil gesunde haben, Yggdrasil-Schrein opfern, um Huga herzustellen. Jo. Trompetenpilz essen. Hier ist eine Menge Zeugs hier. Sollen wir gegen die kämpfen oder was? Nee. Das sieht aus, als wenn das eine Arena ist. Wir gucken mal, was das hier ist. Heldenhafter Gelehrter. Erhabener! Hier drüben! Du heißt Kara, oder? Du erinnerst dich also. Warum sollte ich meine eigenen Valkyrie vergessen? Es ist lange her, dass Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor,
seine Pflichten ernst nahm. Stattdessen sorgt er sich um die Zukunft und versucht, seinem Schicksal zu entkommen. So hört man. Hüte deine Zunge, Mädchen. Ich tue, wie mir geheißen, mein Gebieter. Reden wir mal über deine Pflichten. Trägt dieses Schlachtfeld Früchte? Die Ernte ist enttäuschend. Viele sind gestorben, jedoch ohne Heldenmut. Anders als bei echten Heldengestalten sind ihre Wunden im Rücken statt in der Brust. Was werden sie mir nützen, wenn Ragnarök hereinbricht? Du hast nichts zu fürchten. Ich werde sie auf die letzte Schlacht vorbereiten. Vielleicht kann ich helfen. Wie? Nun, indem meine Kampfkünste ihnen zum Vorbild gereichen. Willst du ihnen deine alten Kriegsgeschichten erzählen? Nicht einmal wir Walküre glauben diese Märchen noch. Dann stecke einen Kampfplatz ab, wo ich, der Herr Asgard, Schutzherr aller wahren Helden, meine größten Momente neu erleben soll. Genau wie sie passiert sind. Das dürfte zumindest unterhaltsam werden. Nun denn, o Höchster, dein Kampfplatz erwartet dich. Okay. Erzähl mir mehr über den Ort. Was mache ich hier gleich nochmal? Auf diesem Kampfplatz kannst du wilde Geschichten darbieten und gegen alte Feinde kämpfen, um den Einherjar zu helfen, sich auf Ragnarök vorzubereiten. Und natürlich auch, um mich zu unterhalten. Laden ansehen? Lass mich die Belohnung sehen, deretwegen ich hier kämpfe. Ah, der Schlachtenruhm, den dies schon gesehen hat. Allvater am Zeugs. Allvater wacht, Hasenauge. Da bin ich aber ganz... das hört sich aber ja nicht so verkehrt an. Waffenrune. Zwergenbart. Zwergenhaar. Also den Zwergenbart würde ich so ja noch holen. 200, da guckt euch mal die Preise an. 1200, 1200, 1200, 1200. Das sind ja 6.000. Boah. Das sind ja über 10.000. Das ist ja... Natürlich, nach Dolemont. Kannst du dir ohnehin nicht leisten. Nee. Ich guck erstmal, was wir hier eine neue Geschichte erzählen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken. Na klar. Karaswahl. Was sind denn hier die Totenköpfe? Kriegsfürst, der Feuerriesen, der mächtige Sohn, der wagte es, den Stolz der Aeser zu verletzen. Ich will erstmal mit Quad Klenet anfangen, weil ich... Muss bei als Heere gestellt, doch unser erstes feuriges Zusammentreffen hinterließ damals bei allen einen bleibenden Eindruck. Wähle eine Geschichte. Ja, dann lass mal das hier. Ah, okay. Klar, 10! Natürlich! 10! 10 Dinge! Prahlereien. Musikprahlerei wählen. Ah, okay. Gegner können nicht betäubt werden und sind schwer zu unterbrechen. Außer mit Hämmer und Flegel. Was ist das denn so? Du nimmst mehr Schaden im Nahkampf. Immer wenn du eine Fähigkeit einsetzt, fügt dir... Gegner vorübergehend mal Schaden zu. Deine Ausdauer holt sich nur sehr langsam. Leichte Angriffe und tadelloses Ausweichen beschleunigen dies jedoch. Wenn eine gespeicherte Kraft eingesetzt wird, folgt darauf jedes Mal eine lange Abklingzeit. Alle paar Sekunden erleiden Gegner beim ersten Treffer einer keinen Schaden.
Was? Schwierigkeitsgrad in Totenkopf. Wollen wir mal machen? Lass mal probieren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme mal alles raus. Mach mal wirklich bloß für 10 Punkte. Ich will erst mal sehen, was das hier überhaupt ist. Lass mal Geschichte. Ich freue mich darauf. Lass mal beginnen, dann gucken wir mal. Zeig uns deine Ruhmesgeschichte. Naja, wo sind die? Lass mich von meinem glorreichen Kampf gegen die Feuerriesen berichten. Dein Schicksal ruft. Wir schüren das Feuer. Okay. Mir vom Feuer verraten. Auf meinem weiteren Weg sah ich Feuerriesen vor mir lauern. Da überkam mich die Kampfeswut. Erbärmlich. So wie Diener des Feuers. Nehmt das Feuer. Flammen. Du täuscht Unfähigkeit vor, um sie in Sicherheit zu wiegen. Gerissen. Das Spiel ist aus. Hey. Als ich das Blut von meiner Klinge wischte, wurde ich von einer Gruppe Feuerriesen überrascht. Hau dich in zwei! Okay. Die Flamme brennt. Ich bin es leid. Bring es zu Ende. Voran. Gefiel dir meine Saga, Valkyria? Ich habe noch viel mehr davon auf Lager. Die Skalden werden noch lange Lieder hiervon singen. Naja, ich weiß ja mal nicht, wa? Prahlereien. Hatten wir jetzt nichts gehabt. Ich könnte mal. Warte mal, wir machen mal die Prahlerei ändern. Ich nehme mal jetzt alles hier mit und dann gucken wir mal, weil das sind ja doch eine Menge Punkte, die man hier kriegen kann. Und dann machen wir das nochmal. Ich dachte, das geht hier um eine schöne Geschichte noch irgendwie oder irgendwie sowas, aber irgendwie. Ich werde Zeugin deiner Kriegskunst sein. Funktioniert hier gerade, ist irgendwie. Lass mich von meinem glorreichen Kampf gegen die Feuerriesen berichten. Komm doch, du Gott. Rennt mit mir, meine Geschwister. Okay. Schau mir hier! Ist machbar. Das ist ein bisschen. Eine deiner Sternstunden. Okay, da lebt das welche so ein bisschen. Auf meinem weiteren Weg sah ich Feuerriesen vor mir lauern. Da überkam mich die Kampfeswut. Können wir erst das mal, ist ja. Schnell vorbei. Zu mir, Diener des Feuers. Der erste ist. Brennt alles nieder. Kein Grab kann meinem Ruf standhalten.
Wo ist der Typ? Den brauche ich. Kein Ach, das war eine Olle. Hä? Wieso bin ich wieder aufgestanden? Hey, bleib liegen, Junge. Junge, bleib liegen. Okay. Als ich das Blut von meiner Klinge wischte, wurde ich von einer Gruppe Feuerriesen überrascht. Wie lang geht diese Geschichte noch? Oh ja. Wenn ihr auf mich hört, gewinnt! Eins mit dem Eisfeuer! Abschaum! Nährt die Flamme! Versucht es von hinten! Wir sind viele! Oh, halt, Junge! Platt machen! Gemeinsam! Dauert schon ein bisschen länger, ja. Ist der noch nicht tot? Hallo, könntet ihr mal... Aber endlich umfallen hier? Junge, nee. So, okay, da ist der letzte. Macht's wie ich! Gefiel dir meine Saga, Valkyria? Ich habe noch viel mehr davon auf Lager. Zeuge solch legendärer Schlachten zu sein, ist ein Erlebnis. Warte mal, da stand gerade 5 von... Was stand da? So, Kampfplatz verlassen. Was stand da jetzt? Gesamte Heldensagas? Gesammelte Heldensagas. 5 von 12? Wo kann man... Erhabener! Hier drüben! Ja, aber was heißt das da? Erhaltene Belohnung 0 von 17. Schnellreise. Ich guck mal kurz, war in den Zwart-Alpha-Heim. Verstreuten Heldensagas erzählen die epischen Missgeschicke des Zwerges. Ach ja, wir mussten ja da irgendwie diese auf ihre Art bezaubernde Werke haben. Aha, wie auch neue Ideen für Prahlereien auf dem Valkyria-Kampfplatz. Finde sie alle, um die gesamte Auswahl an Prahlereien freizuschalten. Oh. Gut, ich würde sagen, machen wir hier Schluss, wa? Das ist jetzt nicht so gerade meins. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber ja, was soll's. Wusste ich jetzt nicht. Onyx. Onyx hab ich vorhin gekriegt. Kaiserlicher Schild. Das war hier mit beigewesen in Prime Gaming. War so ein Valhalla-Paket beigewesen. Ja, hier könnte man auch noch was machen. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, es ist noch eine Quest, aber ist wohl doch keine Quest. Gut, Freunde der Sonne, will ich sagen, ich habe hier noch viel zu tun, privat. Und das sollte noch gewesen sein. Wir haben den Modus ausprobiert. Das ist ja so was Ähnliches wie dieser Modus hier. Hier, das hier.
kryptische Lehre der Hildiran. Sammle mehr Abzeichen. Da kriegst du ja auch noch Belohnungen für mehr Zeugs und so. Aber das wäre noch interessant, das Ulfbert-Schwert. Aber will man da immer noch kämpfen? Will man da immer noch machen und tun und so? Ja, der lebe der Widerstand, der Reiche, Verruf, Stufe 3. Das sind jetzt so eine Sachen, die interessieren mich nicht wirklich. Ich sag mal, das jetzt hier noch auf alles auf 100% aufzudecken und zu machen und zu tun, werde ich mir nicht nehmen lassen, werde ich machen. Aber ansonsten sollte das erstmal, wie gesagt, gewesen sein. Ansonsten muss ich nicht. Vielleicht mache ich noch die Kämpfereien hier, wenn ich die Prahlereien alle habe. Mal gucken. Gut. Freunde der Sonne. Soll dabei erstmal bleiben. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es dann weitergeht Richtung Eivors Ende. Da werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Das wird aber noch eine Weile dauern. Freunde, haltet die Ohren steif und tschüss.